Hallo zusammen. Kommt doch eine Runde mit. Episode 3. Und diesmal probiere ich meinem Kopf ein bisschen natürlicher hin und her zu drehen. Das hat ja furchtbar ausgesehen. Meinem Hals geht es gut. Ich war einfach noch ein bisschen gehemmt letztes Mal. Ich möchte euch begrüßen zu der dritten Episode Ofenbänkli. Und jetzt habe ich immer das Gefühl, ich muss so nahe zum Mikrofon gehen, aber ich glaube, es tönt so gut. Bevor wir loslegen, werfen wir einen Blick in die Runde. Ich bin natürlich wie immer nicht allein hier. Das ist auch gut so, es wird sonst monoton werden. Man hört dir gerne zu, aber so gerne auch wieder nicht. Ich bin auch wieder da. Der Simi ist da. Beim letzten Mal und beim nächsten Mal. Genau. Das sagst du. Das sage ich. Ja. Nein. So frech bin ich jetzt. Und dann, auf der linken Seite, von euch aus gesehen, dürfen wir heute beim Roland Nussbaumer und seiner Familie zu Gast sein. Heute geht es um die Milchwirtschaft. Es freut mich, dass ihr zwei hierher gekommen seid, Simon und auch dir, René. Ja, bin gespannt, was auf mich wartet die nächste Stunde. Da sind wir auch gespannt. Wir auch, ja, das ist ja immer die Vorbereitung und das Umsetzen sind dann noch mal etwa zwei Paar Schuhe. Bevor wir jetzt aber wirklich definitiv loslegen, noch der Hinweis an euch, wo ihr das Ganze könnt anschauen und anhören. Einerseits wie immer auf YouTube ist das Ganze mit Bild zu sehen, auf unserem Kanal, von unserem Hof, Leimenhof Farming. Und andererseits könnt ihr das auch nur als Audiodatei auf Spotify oder auf iTunes anschauen. Da hat sogar noch ein bisschen exklusiven Content-Inhalt dabei, der beim Video nicht drauf ist. Genau, und jetzt habe ich schon wieder anschauen gesagt und anhören gemeint. Das sage ich jedes Mal. Und dann, wenn euch irgendetwas sonst noch interessiert, was ihr schon immer mal wollt wissen über uns oder wo wir nicht gesagt haben, schreibt das in einen Kommentar, wir beantworten das gerne. So sieht es aus. Genau, und heute sind wir hier in Wiesen, so ein bisschen zwischen den Fronten kantonal gesehen. Also man ist ja hier ziemlich einsam, wenn man draussen schaut, das sehen wir auf den Bildern. Und jetzt sind wir hier kantonal gesehen im Solothurn. Aber was ist man denn jetzt hier? Ist man jetzt hier Baselbieter, Solothurner oder einfach Wiesner? Das ist das richtige Wort. Ich bin Wiesner. Aha. Ich bin auch Solothurner. Und das ist auch ein bisschen von der Geschichte her. Wir sind Solothurner, aber Solothurn ist weit weg. Das ist so ein bisschen bei den Urwiesner ist das so ein bisschen, wir schauen zuerst selber. Wir machen auch nicht immer gerade das, was sie in Solothurn oben sagen. Wir wollen schauen, sagt der Baselbieter, das haben wir von denen gelernt. Aber nein, wir sind Wiesner, wir sind eigenständig und das wollen wir auch bleiben. Alles klar, ja. Ja, das macht Sinn, wenn man da so allein ist, dann muss man auch für sich selber schauen, genau. Es ist ja sowieso auch ein bisschen schwierig, also weißt das mit dem Dialekt finde ich noch spannend, oder? Du redest ja eher ein bisschen, also das ist ein Mischmasch. Wir zwei dürfen weiterreden, schon wieder ein bisschen anders als du. Es hat auch damit zu tun, meine Mutter ist eine Baselbieterin, die ist von Eptingen gekommen. Ah, okay. Und durch das haben wir relativ viel Baselbieterdeutsch drin. Sie aber natürlich zu Wiesen und zu Trimbach in die Schule. Von dem her kommt es Solothurnerdeutsch, ja. Eben. Und heute geht es um Milchwirtschaft. Das ist wieder ein anderes Thema als letztes Mal mit den Alpakas. Und ihr habt vielleicht gesehen, wo wir da heute sind. Da sind wir gesagt, schau in meine Kamera, dort ist sie. Und der steife Nacken, der ja. ist jetzt besser? Ja, jetzt also, schon. Ich gebe mir Mühe. Wir hocken hier, oder wir sitzen hier in einem Milchkarussell innen. Bei einem relativ grossen Hof für das Schweizer Verhältnis. Also ich würde sagen, bei einem grossen Hof für das Schweizer Verhältnis. Und Rolli, mir nimmt jetzt Wunder, wie ist das Ganze stand gekommen? Also man baut ja nicht einfach aus dem Blauen raus für 100 Kühe. Nein, wir haben schon ein bisschen geplant. Es ist nicht, dass wir es nur so gebaut haben. Wir haben im Vorfeld schnell ein bisschen darüber gehabt, von der Geschichte. Wir haben uns auch überlegt, wie ist es so weit gekommen? Also meine Eltern haben 1982 ausgesiedelt. Wir waren vor dem Dorf vorne. Wir hatten 20 Kühe, 20 Rinder. So wie man halt dann gebaut hat. Ich hatte die Möglichkeit, auf Holland raufzugehen. Für 2 Monate zu arbeiten. Dort haben wir 50 Kühe gemolken, 200 Mastzäune und hat das eigentlich alleine gemacht. Und das hat mich vor 20 Jahren sehr beeindruckt, dass er das kann, das macht. Nicht gedacht, dass ich das auch einmal mache. Und nachher habe ich 2004 den Betrieb von den Eltern übernommen. Und dann schon mit Kollegen diskutiert, die nicht mehr melken wollten, was wir hier machen können. Wir hatten dann 70'000 Kilo Milchkontingent. Und dann ist man so auf 200'000 Kilo Kontingent gekommen, wo man hätte können
in diesem Betrieb melken. Und dann habe ich aber gesagt, ja, und dann habe ich einfach viel mehr Arbeit. Aber so wirklich richtig gross ist es ja dann gleich noch nicht. Dann haben wir noch mit zwei, drei weiteren Geräten gehabt. Und dann ist es dann gross geworden. Dann sind wir bei rund 600'000 Kilo Milch gewesen. Und dann habe ich gesagt, also gut, dann bauen wir für 90 Kühe. Ich habe das auch geplant und dann im 2004 auch umgesetzt. Wir sind am 15. November 2004 sind wir mit 80 Kühen hier eingezogen. Von 8 verschiedenen Betrieben. Der Betrieb ist mir und der Bank natürlich. Ich kann das nicht ganz alles selber finanzieren. Es ist nicht irgendeine Betriebszeitgemeinschaft oder irgendeine Gemeinschaft. Das hat am Anfang sehr viel geheissen. Aber die sind mir, der Betrieb ist mir und der Bank. Also das, eben, das ist ja immer auch so, wenn man etwas baut in der Landwirtschaft, ist man immer im Fokus der Berufskollegen und dann wird auch viel reinterpretiert. Aber das gehört ja auch ein bisschen zum Geschäft. Das ist so, man lernt auch leben mit dem, es ist nicht immer einfach. Ich bin nicht der, der vor dir ansteht und so kann schnurren wie du, auf gut Deutsch gesagt, das bin ich weniger. Ich werde lieber an dem gemessen, was ich mache. Seitdem. Das war jetzt ganz fein, aber schön, oder? Aber wir zwei dürfen das untereinander. Das ist überhaupt kein Problem. Wir kennen du bist das sowieso gewöhnt. Seitdem bist du dir gewöhnt. Ich sage, wenn man so viel schwätzt und so viel austeilt, muss man auch einstecken. Hast du nicht böse gesehen? Ich weiß. Kein Problem. Wir haben heute das Produkt Milch im Zentrum. Das steht heute auch schon hier. Steht sogar noch. Ja, letztes Mal haben wir ein bisschen Mühe gehabt noch mit dem Produkt. Das hätte Simon zuerst noch müssen holen, hat noch das Falsche geholt. Heute haben wir das Produkt vor uns. Das ist dein Produkt. Und es ist ganz viel Arbeit, bis das einmal so weit ist. Ja, wir produzieren Milch. Zwischen 800'000 und 900'000 Kilo Milch im Jahr. Die wir hier produzieren mit etwa 100 Kühen. Das ist nicht immer gleich. Das ist manchmal 10 Meter. 10 mehr, 10 weniger. Das ist je nachdem, wie es gerade läuft. Die Aufzucht die ist auf einem anderen Betrieb, die ist nicht hier bei mir. Ich fokussiere mich auf die Milchwirtschaft. Und die Kalber die sind auch noch hier, auch bis sie 4 Monate alt sind. Und dann gehen sie auf einen Aufzuchtbetrieb. Und das ist eigentlich auch der Vorteil von dir. Du kannst dich wirklich auf das fokussieren, was für dich wichtig ist. Und das sind deine Tiere, das ist dein Kapital. Oder? Ja, das ist so. Für mich ist auch jede Stunde, wo ich mehr im Stall bin, verdiene ich mehr, als wenn ich irgendwo auf dem Feld rumsäckle. Oder irgendwie auf einer Maschine oben hocken. Darum ist für mich die Zeit im Stall ist für mich viel mehr wert, als die, wenn ich irgendwie. Das Büro gehört auch dazu. Ja. Aber wenn ich jetzt irgendwie auf einem Traktor oben hocke, das ist für mich einfach Zeit, die ein anderer machen kann für mich. Das ist die totale Spezialisierung. Eigentlich. Ja, schon, ja. Ja. Und also du aber machst Futterproduktion und so weiter, alles, was eigentlich außerhalb des Stalls stattfindet, machst du nicht selber. Futterproduktion, das, was auf meinem Betrieb ist, das mache ich selber. Mhm. Ich kaufe aber noch rund 20 Hektar Gras dazu und etwa 10-12 Hektar Mais kaufe ich dazu. Und alles, was dort passiert, das mache ich nicht selber. Den Auftrag gebe ich einem Lohnunternehmer und der erledigt das, wenn ich es will. Und das ist für den Ort auch dann halt maschinentechnisch einfacher. Also du musst weder die Maschine warten, weil du sie gar nicht mehr selber hast. Du musst nicht dazu schauen, wegen der Abschreibungen, weiss nicht was. Du hast am Schluss einfach geht die Rechnung für dich dann auf, ja? In dem Sinne. Definitiv. Also ich bin überzeugt, dass der Betrieb nur wegen dem aufgeht, weil ich so konsequent bin. Als ich gebaut habe, habe ich gesagt, ich kaufe keine Maschine über 10'000 Franken, die ich nicht alltag brauche. Das konnte ich die ersten 12 Jahre einhalten. Dann musste ich einen neuen Viehwagen kaufen, wegen der Gesetzgebung. Der hat etwas mehr als 10'000 Franken gekostet, aber ja, den brauche ich nicht alltag, aber ich brauche einen. Das wäre mir zuwider, den immer holen beim Nachbarn, weil das ist wirklich etwas, was ich relativ viel brauche und auch manchmal auch schnell brauche. Darum habe ich einen gekauft, habe ich die 10'000 oder die 12'000 Franken ausgegeben. Aber ich habe den Grundsatz habe ich noch nicht manchmal gesprochen, nicht mehr als 10'000 Franken ausgegeben. Für etwas, das ich nicht alltag brauche. Wie muss man sich jetzt denn das vorstellen? Also wenn du machst ja nur Milchproduktion in Anführungszeichen, aber du hast ja nicht den halben Tag frei. Also wie andere Betriebe, ich weiß nicht, in dieser Größe, können die denn das selber? Können andere Betriebe alles selber machen? Oder mehr Futterproduktion auch noch selber machen? Wir vielleicht noch ein bisschen schauen, wie es mit den Arbeitskräften aussieht. Das ist meine Frau und ich, Petra und ich. Wir haben zusammen zwei Buben, die relativ klein sind, 4 und 8. Die brauchen noch
bisschen Betreuung. Mhm. Also die laufen nicht nur nebenbei, sondern die brauchen noch ein bisschen Zeit. Da ist mein Vater noch auf dem Betrieb, der ist aber auch schon 81. Dann haben wir noch einen Lehrling, aber wie du gerade gesagt hast, der ist auch nicht toll, der hat auch Ferien. Die sind relativ viel fort. Und alles andere, die Zeit, die ich jemanden brauche, dann, das gebe ich dem Lohnunternehmer. Und das ist ja dann das, was schlussendlich für dich auf beiden Seiten stimmt. Dann, oder? Du bist da, bist für die Familie da und musst dann auch nicht noch im Kopf die ganze Zeit noch miteinander sein, sondern du kannst dich da und die Familie und für den Betrieb. Ja, es ist natürlich, die ganze Futterernte, die muss ich schon organisieren. Ja. Da sage ich, wenn wir mähen, und das ist auch nicht immer eine einfache Entscheidung, weil dann mähen wir 20, 25 Hektar. Mhm. Und wenn es dann verregnet, dann ist das mein Futter. Ja. Und wenn es dann der erste Schnitt, dann ist das Futter von einem halben Jahr. Ja gut, ja. Und das ist entscheidend für mein Einkommen, oder? Ja. Ist du trotzdem nicht langweilig? Nein, also das ist... Ich glaube, kein Milchbauer. Selten, definitiv nicht langweilig. Ich meine, mit Tieren, da hast du immer etwas zu tun. Mit Hundetieren hast du einfach immer noch ein bisschen mehr zu tun. Da hast du immer noch einmal eins, wo ein Wehweli hat oder irgendjemand etwas hat. Ich habe jetzt gesagt, wir nehmen das mal in die Finger. Nehmen wir das mal in die Finger. Das ist zum Wohl, ja. Das ist der Schluck Milch. Bleiben wir noch schnell bei der Milch kurz. Ich habe mir das heute aufgeschrieben. Das liegt mir auch noch ein bisschen am Herzen, dass den Konsumenten immer noch ein bisschen Informationen zu geben. Und zwar soll das nicht wertend sein, das soll einfach erklärt sein. Und zwar das Thema Milch, Roland. Wie viel Prozent Fett hat jetzt deine Milch, wenn sie du abgibst? Wir hatten gerade Milchkontrolle gehabt und die letzte hat gerade 4,3% Fett gehabt. Eben, und da sind wir bei dem, was mir heute in den Sinn gekommen ist und auch das, was mir zu der Zeit, als wir noch Milch produziert haben, das ist jetzt ein paar Jahre her, schon einmal gestört hat. Und das ist einfach auch etwas, wo man mal sagen darf, dass die Milch im Laden ja 3,5% Fett hat und abgeben wir aber 4,2% oder 4,3% Fett. Und wenn man jetzt den Milchpreis anschaut, das habe ich heute schnell ein bisschen geschaut, was ist der durchschnittliche Preis, den man in der Schweiz so zahlt, dann ist das von 1,20 Franken bis 1,50 Franken von dieser Milch. Wo jetzt, das ist nicht eine Biomilch, das ist eine konventionelle Milch. Das heisst, da reden wir von 100-200% Marge auf dem Produkt. Weil, wie viel kommst du da jetzt genau drüber? Das ist zwischen 50 und 60 Rappen, das variiert je nach Saison. Eben. Also das heisst, im Laden kostet sie doppelt so viel oder noch mehr. Ja. Und dann kommt aber ja noch dazu, dass von 3,5% Fett bis auf 4,5% oder 4,2-4,3% Fett, das kommt weg. Und was macht man mit dem? Das wird auch noch verkauft im Anken. Also reden wir dann am Schluss nicht mehr von einer Marge von 100-200%, sondern mit den Nachfolgeprodukten noch höher. Und das ist halt das, wo am Schluss dann einfach nicht in der Ordnung ist, so wie es gemacht wird momentan. Ja, richtig, und dort muss man daran arbeiten. Also der Bauer braucht ihn nicht wahnsinnig viel, um ein bisschen beruhigt zu produzieren. Aber um wirklich gut zu produzieren, braucht er halt schon, ich sage, wir reden hier von 80, 90 Rappen bis einem Franken, der optimal wäre. Das ist so. Bei diesen 50, 60 Rappen darf einfach nichts passieren. Du darfst vielleicht, jetzt bei meiner Größe, darfst vielleicht eine Kuh haben, die stirbt, wo nicht entschädigt wirst. Du darfst vielleicht zwei, drei Kalber haben, die sterben, wo du einfach kein Einkommen hast, wo der Darf kaputt geht, wo der Darf verlöscht hat. Und irgendwann, wenn das mehr ist, und da kannst du manchmal nicht mal viel dafür, dann stimmt einfach das Gleichgewicht nicht mehr, der Kerz, und du kannst eigentlich nichts dafür, und das ist eigentlich schade daran. Mhm. Und dass ich keine Maschine kaufe über 10'000 Franken, das ist nicht, weil ich das nicht will, sondern ich kann das nicht. Das ist kalkulierbar. Das ist ein Risiko. Ja. Halt auch ein Risiko. Wir kennen sie alle. Jeder, der schafft, weiss, es manchmal verhält etwas ab, wo einfach, das passiert einfach. Ja. Und wenn dann immer gerade so mit dem Messer am Hals sozusagen musst wirtschaften, ist schon schwierig, oder? Genau. Und wenn du keine Reserve hast, dann kannst du auch nicht einmal, wenn dir mal eine Chance da ist und du keine Reserve hast hinten rechts, dann kannst du nicht sagen, ja gut, das nehme ich jetzt. Weil dann nimmt es einen anderen und dann ist es vorbei. Ja, und irgendwie musst du zu dieser Reserve kommen. Ja, das ist so. Mit 50 Rappen kommst du nicht an. Und das Interessante ist ja, wer ein bisschen landwirtschaftliche Filme verfolgt, der sieht, dass eigentlich ganz Europa ein bisschen das gleiche Problem hat. Wir reden hier nicht nur in der Schweiz von einem Problem.
bei den Produkten, sondern wir reden doch halt auch weltweit vom Problem, dass die Produkte einfach nur so gezahlt werden momentan, dass der Bauer gerade überlebt. Ja, dass er weitermacht. Ja. Aber dass wir einfach nicht von der Substanz leben, braucht es eben nicht einmal wahnsinnig viel mehr. Es könnten alle leben und an dem müssen wir arbeiten. Und das ist auch noch immer durch ein bisschen der Grund, warum wir das auch machen. Uns ist wichtig zum Aufklären und wir wollen auch nicht poldern. Wir wollen auch nicht irgendwie polarisieren mit irgendwelchen Aussagen. Uns ist es wirklich am Herzen, um zu zeigen, was ist. Und der Stand ist... ein bisschen aufzuklären. Genau. Ja, vielleicht auch ein bisschen Solidarität halt auch zu fördern für eine unbekannte Welt, die man halt nicht kennt. Ich meine, ich bin selber, ich mache das hier nicht aus vielen Gründen, aber einer davon ist, weil es mir Spass macht, ja? Aber auch, weil ich da immer, weil ich etwas hier lehre. Das ist etwas, das kann ich mir nicht, das Wissen, wo man, wenn man mit Leuten, die direkt betroffen sind, schwätzt, das Wissen kann man sich sonst nicht aneignen. Und so kann man vielleicht das an andere Leute transportieren, die da keinen Zugang haben. Genau, du siehst noch immer hinten dran und wenn du erst mal im Laden stehst, entscheidest du dich für das Bio-Produkt oder nicht. Oder ausländisch halt Käse oder nicht, dann nimmst du vielleicht nächstes Mal den Schweizer Käse. Genau. Und einfach schon um das Wissen, eben auch wenn man die Zahlen anschaut, halt die Differenzen, die Margen, die da drauf sind. Ja, ist klar, der Detailhandel, der muss auch sein Geld verdienen, ja, das ist logisch. Klar, ja. Aber eben, da kann sich jeder seine Gedanken dazu machen, wie viel Gewinne so eine Genossenschaft muss machen am Schluss, wenn sie beim Einkauf solche Margen nachher getroffen haben. Aber das soll jeder für sich selber entscheiden. Ja, es ist halt auch einfach so, wer an Weihnachten und Neujahr dann am Morgen auch im Stall steht, ist ja nicht der Grossverteiler. Und das ist das, was dann halt, ein bisschen Unbehagen bei den Bauern auslöst. Ja. Das ist ja unsere Rubrik, die wir am Schluss haben und spannend ist, wo jeder erzählt, warum er so Bauer geworden ist. Sagt jeder, er ist überzeugt von dem. Und die Überzeugung ist halt einfach auch so da, dass einem das gar nicht interessiert, ob man morgen oder heute frei hat. Das ist für die Familie nochmal wichtig. Und dann macht man gerne mal 2 Wochen Ferien, wenn das geht. Und wenn nicht, akzeptiert das jeder Bauer irgendwie. Und macht weiter. So, ja. Macht weiter. Aber es geht jetzt. Momentan sind wir an einer Schwelle, wo man echt ein bisschen muss miteinander. Man muss auch ein bisschen in die Offensive gehen. Und da hinten macht es schon. Schau, der René Schnur nicht so viel. Wir wollen weitergehen im Thema. Aber das ist gut. Da haben wir Simon hinten dran. Der tut auch mal ein bisschen. Letztes Mal bist du viel zu lang fertig. Ja, ja. Jetzt machen wir weiter und zwar kommen wir zu unserem Thema, der Fokus. Wir legen immer einen Fokus über jeden Podcast und heute haben wir den Fokus auf 2 Sachen. Einerseits auf dem Melkkarussell, den Simi noch gar nie gesehen hat. Ich war schon lange nicht mehr auf einem Karussell, geschweige denn immer ein Karussell. Und das hat eine Orgel in der Mitte gehabt, das letzte, wo ich drauf war. Also ich war auch mal auf dem Karussell, aber schon lange nicht mehr. Das ist dann, wenn du ein Bein raushebst und willst bremsen, aber es trillt weiter. Okay. Dort fahre ich auch noch ab und zu mit. Aber Karussell gibt es ja praktisch keine in der Schweiz. Nein, das ist schon relativ selten. Aber das hat ein bisschen mit der Zeit zu tun, wo ich das gebaut habe. Das war 2004, vor 16 Jahren. Wie vorhin gesagt, ich war in Holland. Dann sind so die ersten Melkroboter gekommen, in Holland, Leli. Wir sind die auch anschauen mit dem Bauer, den ich dort war. Und das war sehr interessant. Und der hat immer gesagt, ja, das sind Maschinenbauern, die hier Melkroboter rein tun. Die melken. Abstoßen. Die trinken nicht. Entschuldigung, mit Schnurrung. Die melken nicht 10 Jahre gleich nicht mehr, oder? Zum Wohl. Und dann geplant habe und den Plan schon in den Fingern hatte, ist auch gefragt, sind Melkroboter ja oder nein. Und die haben einfach vor 15, 16 Jahren noch nicht so funktioniert, wie sie heute funktionieren. Dort hat es einfach relativ häufig gegeben, dass du dort nachts irgendein SMS bekommen hast. Dann musst du schauen, weil er nicht gelaufen ist. Und wenn er 4-5 Stunden nicht läuft, dann mag er nicht mehr nach. Der hat 1 Aggregat von der Milch mit und wir haben jetzt hier 16 Aggregate. Der mag einfach nicht mehr nach. Also das heisst, du musst morgen um 3 aufstehen, musst schauen, was das Problem ist. Und das hat viele Bauern gegeben, die den Melkroboter wieder rausnehmen mussten, weil sie psychisch nicht mehr durchgestanden haben, weil es einfach nicht gegangen ist. Wir sind dieses Modell sind wir auf Norddeutschland anschauen, was das hier in der Region noch nicht gegeben hat. Es hat dann nachher ein paar gegeben in der Schweiz, aber nicht wirklich viel. Muss ich aber auch sagen, nachher sind eigentlich gerade die Melkroboter gekommen, die besser funktioniert haben. Ich werde heute immer wieder gefragt, würdest du heute noch einmal das Karussell rein tun? Ja. Ja, ich würde. Zwischen einer Phase habe ich gesagt, jetzt langsam wird der Roboter doch einfach ein bisschen angenehmer. Weil wenn man hier morgen und so bei jeweils 80 bis 90 Kühe anhängt, dann weiss man, was man gemacht hat.
Das ist zwar eine Stunde, anderthalb pro Melchzeit, aber das ist eine intensive Zeit. Also da ist man körperlich dran, aber man hat es gemacht. Es ist fertig, man hat jede Kuh einmal angelenkt. Und das, da merkt man so viel an einer Kuh, ob sie gesund ist, ob etwas nicht stimmt mit dieser Kuh, und es ist erledigt. Wenn du den Roboterbauer fragst, also den mit dem Melchroboter, nicht den Roboterbauer, wenn der aufsteht, dann geht der zuerst ins Büro und schaut am PC, zu welchen Kühen das muss schauen. Ja. Und ich laufe eigentlich zuerst durch den Stall und schaue die Kühe an. Es ist ein anderes System. Es funktioniert beides. Ich denke, auch für Hochleistungstiere ist der Roboter absolut das Richtige. Weil die werden auch mehrmals gemolken durch das. Bei dir ist das noch auf einem gesunden Mittelmaß mit der Leistung. Oder? Du bist nicht absolute Hochleistung, du bist einfach so im Mittel. Ja, man gibt sich Mühe, dass es ein bisschen mehr Milch gibt. Wir sind bei knapp 9000 Kilo Milch. Das ist mehr, als der Schweizer Mittel hat. Okay. Aber ich verdiene auch mein Geld dort. Also ich will dort auch gut sein. Und dort, das, was man gerne macht, das macht man meistens auch gut. Ja. Jetzt hocken wir gerade hier innen. Wie läuft denn so ein Melken ab? Also was sind die Arbeitsschritte? Ja, also Karis hat gesagt, die Plattform hinter uns. Die Kuh kommt rein, steht dort drauf. Die Plattform, die dreht die ganze Zeit. Das hat etwa 12 Minuten, bis sie einmal ringsum gedreht hat. Die Kuh kommt drauf, ich tue sie anrüsten. Das heisst, ich tue sie unter berühren, tue sie unter putzen, tue ein bisschen vormelken. Das heisst, die Milch, die im Strich innen ist, die tue ich vormelken. Das, weil die ist nicht mehr so genießbar. Das ist sinnvoll, dass man die rausmilcht. Und dann tue ich das Aggregat anhängen. Dann fahrt in dieser Zeit laufe ich immer ein bisschen mit dieser Kuh. Dann mache ich zwei Schritte nach links wieder und dann kommt schon die nächste Kuh. So rechne ich etwa knapp eine Minute pro Kuh, wo ich Melchzeit habe. Das heisst, im Moment melken wir etwa 75 Kühe melken und ich habe vielleicht eine Stunde 10. Einfach reine Melchzeit, vorher 5 Minuten parat machen und noch eine Viertelstunde waschen. Und das muss man sich so vorstellen, für die, die nicht von der Landwirtschaft kommen, das ist eigentlich wie der Mess. Die drehen eine Runde und dann am Schluss hängt es ab, genau. Das Aggregat, und die Kuh kann wieder rausreifen. Also es hängt ab, wenn keine Milch mehr kommt. Ja. Das geben nicht alle gleich viel Milch. Und wenn eine am Ausgang ist und sie noch nicht fertig ist mit Melken, dann wartet das Karussell. Längt das für jede? Gibt es mal, dass es bremst? Das ist ja bei den anderen Melchsystemen ist es ja immer so, dass das System nur so schnell ist wie die langsamste Kuh. Genau. Und das will man ja mit dem hier eigentlich ein bisschen mit dem Kreis ein bisschen, also ausblenden. Ja, die 12 Minuten sollten ja eigentlich länger. Die sollten länger, das ist so. Und entweder, wenn die nicht länger, entweder gibt sie extrem viel Milch, die Kuh, dann darf sie bleiben. Oder sie gibt sie extrem langsam. Dann gibt es nicht eine grosse Variante, dass sie da bleibt. Weil es gibt einfach solche, die sehr wenig Milch geben, weniger als 1 Liter pro Minute. Und dann ist vermutlich, dass die wieder einmal in unseren Betrieb wird verloren, bevor sie alt ist. Und das ist eigentlich auch das Gute am Anansi-System, weil man hat ja ein bisschen Tendenz in der Gesellschaft heute eigentlich, statt beim Tier, also ja, ich muss es richtig erklären, du weißt, was ich meine, man will ein Problem mit irgendwelchen Pülferli oder nein, System lösen, aber eigentlich muss man es ja mit der Zucht lösen, dann haben wir eine Härte, die gleich funktioniert, und so Sachen werden ja vererbt. Dann ist es eigentlich gar nicht einmal so schlimm, wenn so eine ausscheidet. Nein, die kann mit einem anderen Bauer kann die gut passen, ja. wo das nicht stört. Ja. Aber da geht es einfach nicht. Eben, entweder stimmt die Milchmenge, dann darf sie bleiben. Aber wenn die Milchmenge nicht stimmt, dann muss sie gehen. Macht Sinn. Also ich schaue das Ganze ein bisschen als, das ist wie ein Förderband für Kühe. Wieder ein bisschen wie ein Kind hier drin. Ja, das klingt ein bisschen industriell. Also ja, es ist... Oder es ist einfach, du kommst halt einfacher. Es ist, ich kann es anders sagen. Der Prophet kommt nicht zum Berg, sondern umgekehrt. Also man hat halt einfacher Zugang zu der Kuh, zum Melken. Prophet so, oder? Kommt zum Berg. Das ist ein Sprichwort, bitte. Nein, das ist klar. Das Sprichwort kennt man. Ja, brauche jetzt nicht sehr viel in meinem Wortschatz. Aber ja, aber du bist nicht ich. Ja, aber es gibt verschiedene Melksysteme und wir haben hier 16 Melkaggregate. Wenn man das immer ein anderes System hat, dann muss man als Melcher extrem weit laufen. Mhm. Und das habe ich in diesem System nicht. Ja. Und ich das kannst du auch allein machen, das, was du vorher erklärt hast. Dann bist du, richtig, ich bin allein in einer Stunde allein durch. Genau. Mhm. Ich bin allein da unten, ich bewege mich vielleicht auf 4-5 Quadratmeter. Ja.
Eben, also die nicht Kühe kommen eigentlich zu dir, genau. Du musst nicht zu den Kühen. Ja. So habe ich das gemeint mit dem Berg und dem Propheten. Und das ist eigentlich das Foto an. Also da haben wir, wenn wir hier anschauen, da haben wir ganz viel Technik dran. Da wird aufgezeichnet, nehme ich an, wie viel die Kuh gibt, welche Kuh es ist. Das haben wir noch alles auch, wie beim Roboter auch, haben wir das aufgezeichnet. Genau. Was bei dir aber dann noch der Schritt mehr war, und das hast du noch nicht so lange gemacht, ist das, was du hier hast. Und das nimmt mich schon sehr wunder. Das ist vielleicht jetzt für andere Bauern, die zuschauen, auch noch spannend. Das ist das System, das die Kuh beobachtet, oder? Ja, das war auch bei einer Weiterbildung im Deutschen gewesen. Und das war dort sehr eindrücklich. Es ist dort ein Israeli reden und ein Amerikaner. Es ging um die Fruchtbarkeit, gegangen, wie sie das machen. Der Amerikaner hat gesagt, ja, wir müssen das, die Kühe synchronisieren, zwei, dreimal Hormone spritzen. Dann wissen wir genau, wie wir die übersäumen. Das funktioniert auch, das ist so. Das amerikanische System, da haben wir ein Problem also mit dem. Nicht gegen die Amerikaner, aber eben, das ist einfach das System so gemacht, dass es für die Amerikaner stimmt. Oder? Genau. Dann ist der Israeli gekommen und hat gesagt, wir machen es ein bisschen anders. Wir schauen, was die Kuh macht. Mhm. Und von da haben sie hier so einen Responder konstruiert. Der tut einfach aufzeichnen, wie sich die Kuh bewegt, wenn Gott sie fressen, wenn Gott sie licken. Und was an dem noch etwas speziell ist, es tut es wiederkauen, tut es anschauen. Also gespürt, wenn eine Kuh wiederkauen. Das heisst, der Responder ist eigentlich hier ein grosser Halsmuskel. Mhm. Und wenn ihr käuet, merkt ihr das selber, dass der bewegt da hinten. Und der Kuh, der käuet, die bewegt den. Und der merkt, wenn der nicht, das nicht mehr bewegt. Oder zu wenig bewegt. So sehe ich eigentlich, ist die Ration gut. Oder eben, was für mich ein grosser Vorteil ist, es misst auch die Bewegung. Ich sehe, ist eine Kuh stierig oder nicht. Und das zeigt es mir praktisch oft Minuten an, wenn der ideale Zeitpunkt ist zum Besamen. Das könntest du das auch so genau feststellen, ohne jetzt Technik? Wenn du 24 Stunden im Stall hockst und irgendwo bei drei Orten bist miteinander, ja. Dann kannst du das. Das ist jetzt etwas, was wirklich durch Technik, Vorsprung durch Technik. Genau. Ja. Das geht eigentlich auf dieser Präzision nicht ohne Technik. Sozusagen. Nein, also mit 100 Kühen nicht. Wenn du 10 Kühe hast, dann geht's. Ja. Ja. Aber noch dann bist du nachts nicht im Stall. Ja. Dann siehst du am Morgen, die war vielleicht stierig. Aber du weißt immer noch nicht, wann. Ja. Und da komme ich eigentlich ein SMS, respektive eine Push-Meldung über. Die Kühe, die hat jetzt, fängt die an, in der Aktivität zu steigen. Und nachdem gibt es eine Skala, die ist zuerst gelb, dann wird sie grün, dann wird sie wieder gelb und dann wird sie rot. Und bei rot, dann musst du nicht mehr besommen, dann bist du spät. Mhm. Dann hast du es verpasst. Aber das ist dann selber dein Problem. Und beim anderen hast du einfach so eine Zeitspanne. Das ist nicht immer gleich. Mhm. Wenn das anfängt, manchmal ist das bei der Position 26 an, das ist dann orange, dann fängt das an, manchmal bleibt das 2 Stunden auf dem 26. Manchmal ist es aber nach einer Stunde schon um 20 unten. Also das musst du dann ein bisschen anschauen, sonst verpasst es dann gleich, oder? Und dann ist noch der andere Vorteil Gesundheit, oder? Das ist ja bei einer Kuh immer ein bisschen so, man sieht das Finish, die läuft nicht mehr so ganz rund. Und da siehst du eigentlich schon, das Wiederkäuen ist ja ein Riesenindikator für das, was der Kuh wohl ist. Ja. Wenn die wiederkommt und liegt und dann siehst du, wie sie unterwegs ist, Bewegung. Das ist ja bei uns nicht anders. Ja. Wenn wir uns bewegen, dann sind wir happy. Ja, und man merkt so, und bei Kindern merkt man auch, wenn sie ruhig sind, dann ist meistens etwas komisch. ja, und das ist für dich ja auch dort durch. Ja. Dann kannst du das Problem schon angehen, bevor es akut wird. Und da kannst du wirklich Probleme angehen mit wenig. Da gibst du vielleicht ein bisschen Energie, probierst du mal, weil es sagt mir nicht, du musst das machen. Es sagt mir einfach, die Aktivität geht zurück, das Wiederkäuen geht zurück, irgendetwas ist nicht gut mit dieser Kuh. Mhm. Was du mit dieser Information machst, das ist dir selber überlassen. Wir haben jetzt gerade letzte Woche eine gehabt, die ist einfach eben, da ist ein Alarm gekommen, ich habe nicht viel gemerkt bei der, die Milch war immer noch normal gewesen. Ich habe sie angeschaut, habe nichts gemerkt, habe ihr mal ein bisschen Energie gegeben. Und nachher ist die Meldung nicht mehr gekommen. Ich bin dann schnell schauen. Ja, das ist wieder aufgegangen. Die Milch ist beim nächsten Mal 2 Liter runter und nachher ist sie schon wieder gekommen. Wenn ich nichts gemacht hätte, wäre die Milch vielleicht 5-6 Liter runter. Also die wäre viel mehr in ein Tief runtergefallen. Und geht viel länger, bis sie wieder hochkommt. Und so hat sie zwar einen kleinen Knick drin, aber ich habe sie schön oben behalten. Einerseits Produktivität, aber auch das Tierwohl, Gesundheit ist ja dann auch besser. Oder? Und mit so vielen Kühen kannst du so halt einen viel besseren Überblick behalten. Ja. Sonst halt gerade auch, wenn der Lehrling da ist und der zu oben milcht.
Ich meine, der weiss nicht genau, wie viel ich jetzt am Morgen gemolken habe bei dieser Kuh. Mhm. Es zeigt zwar an, aber ja, die Lehrlinge sagen das nicht immer. Das ist ja noch ein bisschen Berufserfahrung. Ja, das ist eine Erfahrungssache. Eben, sonst, das System nimmt dir gewisse Sachen ab, die du sonst mit deinem Erfahrungswert müsstest beurteilen müsstest. Ja. Oder gar nicht könntest, weil du bei hast ja nur zwei Augen. Ja, ich sehe es gar nicht selber. Kommst du ja gar nicht nachher bei dieser Menge Tier. Und bei diesem System, das wir jetzt gewählt haben, können wir eigentlich noch auswählen zwischen einer Ohrenmarke, das drückt man ins Ohr rein, oder der Halsresponder. Wenn ihr eine Kuh anschaut, wie die käut, dann geht der Kopf immer so ein bisschen hin und her. Mhm. Und das tut auch aufzeichnen. Da. Wir haben uns jetzt entschieden, dass wir den klein bei den Kalber rein tun, ins Ohr rein, möglichst gerade am ersten Tag. Und das zeigt das auch sehr gut, wenn ein Kalb nicht zu Weg ist. Mhm. Weil hier im Moment sind 25 Kalber da. Auch nicht einfach immer zu denen zu schauen, zu jedem Einzelnen zu schauen. Mhm. Das zeigt das auf, wenn etwas nicht gut ist. Weil das Wichtige ist, dass wir mit den Kühen beschäftigen, denen, was nicht gut geht. Denen, was gut geht, die kann ich noch laufen. Da muss man mit Mitarbeitern arbeiten. Mit denen, was gut geht, musst du nicht gross schauen. Mit denen, die Probleme machen. Mit denen, wenn du 100 Mitarbeiter hast, dann ist es schwierig. Ja, dann, ja, aber das ist eigentlich eine Ohrenmarke reinmachen. Man weiss, was sie sind. Man muss einfach im Vertrag, im Kleindruck stehen. Wie ist das finanziell? Das nimmt mich noch. Was kostet? Also, kostet in dem Sinn. Musst jetzt, kannst du oder musst du nicht? Kein Problem. Also ich habe keine Aktien da. Das ist Israel London, das habe ich vorhin gesagt. Ja. Das ist das Produkt SenseHub, das wir installiert haben. Ich habe drei verschiedene Produkte angeschaut. Ich habe dann auch gleich gesagt, dass das eine ist so, ist die einfache Lösung war. Und am Schluss haben wir gesagt, mit einem Kubota-Traktor kannst du auch wachern. Aber es war mir dann doch etwas zu wenig. Oh, jetzt kommen die Marken ins Spiel. Hui! Hui! Wir haben uns für die teureren Varianten entschieden. Für die teureren Varianten entschieden, weil ich einfach wirklich weiss, dass das ist das Produkt der Israeli. Das funktioniert einfach. Das ist also so extrem grosse Datensätze vorhanden. Es gibt noch ein Produkt, das ein Österreicher erfunden hat. Das funktioniert auch ziemlich gut. Aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Es kostet pro Kuh, jetzt, als wir es installiert haben, ist das rund bei 220 Franken gewesen, pro Kuh. 230 Franken mit den Kalbern zusammen. Auf 100 Kühe ist das natürlich ein rechter Betrag, das ist klar. Ich merke aber jetzt schon, dass ich etwa ein Drittel der Besomungen einsparen kann. Eben das. Einfach weil ich es eher sehen, dass ich weniger muss besomen pro Kuh. Und die Kühe werden genau gleich tragend. Und das ist so etwa auf 8 Jahre raus. Da ist eine Batterie drin und die ist irgendwann fertig. Und wenn die leer sind, dann muss ich neue Responder haben. Das ist so. Aber eben, wenn wir jetzt anschauen, wie teuer eine Besomung ist, für die, die nicht von der Landwirtschaft kommen, das ist mein Lieblingssatz, aber das sage ich halt immer, weil die Bauern denken, was verteilt jetzt der von einer Besomung, wissen, denken, wie teuer das die ist. Aber so eine Besomung kostet, eben bei einem Mast, wenn man das Masttier drauflässt, irgendwie 20 Franken. Wenn es der Tierarzt macht, kostet einfach nur die Übertragung 30 Franken, sind wir bei 50 Franken. Und wenn man jetzt ein Zuchttier drauf will, und dann kann man noch auswählen, will man ein weibliches oder ein männliches Tier, das werden wir sicher dann einmal noch in einem Podcast gerne erklären, wie das funktioniert. Dann sind wir dort summa summarum bei 100 Franken. Bin nur für eine Somme. Ja. Nur für eine Somme. Und ja, Besomung, wenn du selber machst, schon eine Somme, 30 Besomung. Also 100 Franken. Jetzt nehmen wir an, wenn der Transponder kostet 200 Franken, dann muss eigentlich in ihrer 8 Jahre Lebenszeit pro Transponder musst nur zwei Besomungen einsparen. Und das ist ja nicht viel. Nein. Und dann kommt noch der Rest dazu, wie du vorher gesagt hast, mit der Gesundheit. Und das ist also etwas, was wichtiger wird mit der Gesundheit, mit Einschränkungen von Medikamenten, dass wir weniger Medikamente wirklich brauchen. Ich meine, auch die Tierarztkosten, die wir hier haben, die sind sehr minim. Also vorher schon gesehen. Und ich denke, da können wir noch ein bisschen weiter runter. Ja. Wenn man es Früherkennung hat. Halt. Ja, genau. Wir sind super in der Zeit. Ich finde, ich wirklich bin begeistert. Wir kommen schon zu der Rubrik mit der Musik. Ist schon so weit? Ja, es ist Rubrik das ist Musik. Wahnsinn, he? Heute läuft es einfach. Also, wir müssen da noch irgendwie einen Jingle oder so haben. Das machen wir noch einmal. Dass wir für diese Rubrik irgendeinen lustigen... Nein, das ist immer klein. Aber so ich finde den immer noch gut. Ja, aber das bist du. Oder den habe ich auch noch.
Danke. Also. Nein, eben, da müssen wir noch einen Jingle für die Rubrik. Aber ja. Eben, es geht darum, wir haben ja das letzte Mal schon so angefangen, dass wir zwei Lieder von unseren Gästen gerne wieder hören, was die sich würden aussuchen. Eben so, ein Lied, das eigentlich so jedes absolute Lieblingslied und das, was gerade momentan so das aktuelle Lieblingslied ist. Und dann ist jetzt auch die Frage an dich, was hast denn du da rausgesucht? Ja, das müssen wir auch schon diskutiert. Das ist für mich, mir läuft das Radio und dann läuft das läuft. Ja. Mir ist das nicht so wichtig. Das ist schon, ich habe da gleich noch zwei Lieder rausgefunden, die etwas bedeuten für mich. Das eine Lied, das ist von den Halunken. Ich habe gar keine Zeit, um gar nichts zu machen. Das ist einfach etwas, das noch auf mich zutrifft. Es ist wirklich selten, dass ich nur hier hocken und nichts mache. Wir machen ja jetzt auch nicht nichts, aber ja, es ist mir selten, dass ich da so einen Nachmittag nichts mache. Und das zweite Lied, ich habe Petra gefragt, du, was wollen wir noch? Dann hat sie gesagt, ja, komm, das, was wir mit dem Lied um geheiratet haben. Und das ist von Adrian Stern, das ist Amerika. Wo wir einander kennengelernt haben, ist das dann relativ häufig gelaufen. Und dann redet er immer von einer Frau, die alt und schrumpelig ist. Und dann habe ich immer gesagt, du, das singt von dir. Das kommt gut an. Das ist charmant. Genau. Das Lied ist dann auch an der Hochzeit gelaufen, es ist dann gut gekommen. Also, ist gut. Hey, passt. Also in dem Fall wunderbar. Dann können Sie die auch auf unserer Spotify Ofenbänkli-Playlist anhören, die Lieder. Die kommen dann drauf. Wenn wir unsere auch noch gerade... Sicher nehmen wir uns drauf. Ja. Das ist immer die Rubrik, wo ich dann auch wieder meine Stimmung kann über die Musik definieren kann. Die aktuelle Gemütslage. Ja, das finde ich super. Ich fange jetzt einfach gerade mal an. René hat mich genötigt, zwei Lieder zu nehmen, weil er so im Schuss ist, was Musik angeht. Einerseits habe ich letzte Woche, als ich eine Haufen Zeit zum Serien schauen hatte und Film schauen, habe ich wieder mal den Big Lebowski geschaut und der Dude hockt da im Auto und da gibt es eine Szene, dort läuft Looking Out My Back Door von der Creedence Clearwater Revival. Das hat eine gute Laune gemacht, obwohl ich in Isolation gehockt bin. Ist mir geblieben und dann noch The Joker and the Thief von Wolfmother. Einfach. Der läuft bei Hangover, gell? Das ist mir jetzt gerade in Single gegangen. Der Joker and the Thief, der läuft bei Hangover. Das ist dort, wo sie auf Las Vegas reinfahren. Ich kenne den aus irgendwie einem Game oder so. Okay. Aber ist ja gleich. Darf ich zu meinen kommen? Absolut, René. Ich habe heute so zwei Country-Songs genommen. Weil heute haben wir es mit Kühen zu tun und dann ist Country das Vorderste. Ich habe einerseits Chicken Fried genommen von Zac Brown Band. Das ist ein super Country-Lied, das finde ich einfach genial. Ja, und dann natürlich noch eins vom Oldie Willie Nelson, On the Road Again. Und das kann man jetzt so ein bisschen nehmen. Ich bin gerne ein bisschen on the road. Wir hoffen auch, dass wir irgendwie hier noch 5 Sendungen in der Sammelklage am Hals haben, die wir aufhören. Wir sind gerne den Sommer ein bisschen unterwegs und machen das in verschiedenen Betrieben. Und das soll so ein bisschen der Anstoß sein für das. Ist zu hoffen, ja. Also, das wäre es dann wieder gewesen. Jetzt an dieser Stelle würde wieder der Jingle kommen, wenn wir den einen haben, zum genau. Die Rubrik beenden. Dann können wir aber gleich noch etwas reinnehmen, weil ich sehe, wir haben noch eine Minute Führung. Und das würde mich extrem wundern, weil das wäre denen Leuten vielleicht auf dem Video, die würden die Gesichtsausdruck auch noch gerne sehen über das Thema. Weil das hat mich wirklich schon zweimal fasziniert, wenn du gesagt hast, ja, ich bin wieder einmal an einem Marathon gewesen. Ja, wann hast du denn trainiert? Ja, ich habe nicht trainiert. Also wieso? Du läufst einen Marathon ab und zu, einfach so, weil du kannst. Nein, weil ich will. Können tut es jeder. Ohne Training? Ja. Wenn man es will, kann man es. Würdest du das so sagen? Marathon habe ich immer gesagt, 70% ist im Kopf. Jetzt hast du gesagt, du läufst so wenig in einem Karussell und hast trotzdem genug in den Beinen, um einen Marathon das machen. Das ist einfach die ersten 2 Stunden am Tag. Okay. Nein, ich habe schon immer Läufe gemacht, beim Turnverein gesehen. Ich habe das immer gerne gemacht und der Marathon ist eigentlich, es gibt nichts Gemütliches, weil du darfst nicht schnell gehen. Es ist ganz einfach. Und es ist auch so, zwischen 08 und 16 habe ich 11 Marathon gemacht. Jetzt seit 16 ist es keiner mehr gewesen. Das kommt echt durch unsere 2 Buben. Das war nicht immer einfach gewesen. Die haben immer noch mitkommen und ich halte ein bisschen länger als die anderen. Also gut 4 Stunden habe ich dann genommen. Und das ist auch nicht so einfach für die, dann etwas zu machen. Und dann habe ich gesagt, ja, ohne Training gehen säckeln. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe einfach ein länger etwas davon als die anderen. Bei denen, die trainieren, ist es halt nach einem Tag ist wieder gut. Und bei mir geht es halt 2-3 Tage,
wo ich es dann noch ein bisschen spüre dabei, aber das, ich weiß ja, was ich gemacht habe. Wann ist der nächste? Ich weiß es noch nicht. Ist noch nicht geplant. Wenn du willst. Nein, geplant ist noch nicht, aber es war nicht der letzte im 16. Ja, das fasziniert mich. Das finde ich super. Das machen wir sicher nicht. Aber das finde ich interessant. Alle Leute, die so Laufsport machen und wo alle, die viel gehen säckeln, sagen immer, das ist gar nicht so anstrengend. Du musst es nur wählen, das ist nur im Kopf. Und ich denke mir immer nach 20 Sekunden säckeln. Okay, sagen wir 2 Minuten, denke ich mir, hä? Also mein Kopf sagt ganz anders als Rennweite. Das stimmt. Ich finde das ein super Abschluss. Und wir wären eigentlich jetzt schon wieder am Ende für das Video vom heutigen Ofenbänkli. Wenn ihr jetzt weit weiter schaut. Ah, die Kamera ist Simu, gell? Dann müssen wir Kopf mal nochmal drehen, haben, dass es schön locker aussieht. Wenn ihr noch weit weiter hört, dann müsst ihr auf Spotify, Soundcloud oder iTunes Podcast schauen. Wir diskutieren noch knappe 10 Minuten weiter. Mit dem Video wäre es das gewesen für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Müssen wir noch einen Schluck Milch trinken? Hat Simon gesagt? Ja, wir dürfen, es hat noch nicht. Also müssen, Entschuldigung, dürfen. Ein gutes Neues kann man natürlich auch herstellen. Wir wünschen euch allen wirklich, in dem Moment, um das aufzunehmen, ist heute noch nicht ein neues Jahr, das wird erst morgen der Fall sein. Vielleicht bringen wir es ja noch an, das online zu stellen vorher. Simon sagt, jawohl, also noch seht ihr das noch am 31. Also, feiert heute gut und kommt gut ins neue Jahr rein. Wir sind nächstes Jahr gerne wieder dabei, auf meinem nächsten Betrieb. Danke euch fürs Zuschauen. Schauen in dem Fall. Ja. Macht's gut. Ein gutes Neues. Gutes Neues. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen.